Jenas Teamchef René Klingbeil hat's nicht leicht. Auch das Mannschaftstraining bleibt durch die Thüringer Corona-Verordnung bis zum 12. Juni untersagt. Momentan trainiert Carl Zeiss in Leipzig. Die Jungs sind gelb-blau mit einer Menge Reisestress. Gestern ging's mit 2 Bussen nach Duisburg. Die Gastgeber gleich mit viel Tempo. Leroy Mickels im Doppelpass. Da waren gerade 39 Sekunden gespielt. Jena hatte in der Anfangsphase 0 Zugriff aufs Spiel. Die Duisburger Führung, eine Frage der Zeit. 14. Minute, Vincent Vermey mit seinem 12. Saisontor. Und das ging viel zu einfach. Jenas Obermeier zu weit weg von Mickels. Albudat wird nicht beim Flanken gestört. Und Vermey dann ebenfalls unbedrängt zum Führungstreffer. Jena kam im Verlauf besser ins Spiel. Dieser Hamann-Freistoß, das gefährlichste der Gäste. Duisburg in der ersten Halbzeit klar, spielbestimmend. Ben Baller und Hamann vor der Linie. Jena gut bedient mit dem 0:1 zur Pause. 16 Punkte Rückstand haben die Thüringer auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Zum Klassenerhalt braucht es ein Wunder und dafür braucht es Mut. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Gabriele mit dem Schuss aufs Tor. Und der war nicht leicht zu halten für Duisburgs Weinkauf. In der zweiten Halbzeit eingewechselt Kirchner und Kübler und die brachten Schwung ins Jena-Spiel. Tim Kirchner auf Janis Kübler. Es folgt eine Ecke für Jena. Mickels, Hamann, Kirchner probiert's allein und mit Erfolg. Der Jena-Ausgleich in der 62. Minute und der war verdient und irgendwie auch erzwungen, denn Kirchners Schuss lenkte Duisburgs Vermey ins eigene Tor. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch die Chance auf den Siegtreffer. Der eingewechselte Joy Lance Mickels akrobatisch und sein Bruder Leroy Chuck Mickels hatte für Duisburg noch die Chance allein gegen Koppens, der hier den Ball spielte. Das 1:1 beim Tabellenführer für Jena ein Erfolg. Damit sind es aber immer noch 15 Punkte bis zu einem Nicht-Abstiegsplatz bei 9 ausstehenden Spielen.